Tausende Swifties belagern Wiener City. Das sind die Top-News des Tages. Gold für Österreich. In der Olympiabucht von Marseille behielten Laura Fadlau und Lukas Mehr einen kühlen Kopf. Ein Platz 7 im Medal Race in der 470er-Klasse reichte für die Segelasse, um den Gesamtsieg zu holen. Das rot-weiß-rote Duo erstrahlt in Gold. Silber ging an Japan, Schweden schnappte sich noch Bronze. Fahrerflucht. Fußballstar im Visier der Polizei. In der Nähe des Bayern-Geländes in der Sebener Straße soll Verteidiger Mathis de Ligt mit seinem Dienstwagen ein parkendes Auto gerammt haben. Ein Passant hat den Unfall offenbar mitbekommen und die Polizei verständigt. Das Auto des Stars wurde daraufhin beschlagnahmt und mögliche Schäden sollen nun untersucht werden. Ob es zu einem Verfahren kommt, ist unklar. Dann droht eine Geldstrafe, theoretisch sogar eine Haftstrafe von bis zu 3 Jahren. Taylor Swift hätte am Donnerstag das erste ihrer 3 Konzerte in Wien spielen sollen. Wegen einem geplanten Terroranschlag mussten alle 3 Auftritte abgesagt werden. Doch ihre Fans ließen sich nicht die Laune vermiesen. Tausende trafen sich am Donnerstagnachmittag in der Wiener Innenstadt und sangen die Hits ihres Idols und tauschten viele Freundschaftsarmbänder aus. Im Zuge der Versammlung machte ein Mann seinem Partner sogar einen Heiratsantrag. Der Antrag wurde mit Ja beantwortet. Darauf jubelten die Swifties beiden zu. Klicke auf den Link in der Bio für mehr Infos.